Russland lässt mal wieder die Muskeln spielen. Vor den Augen von Präsident Putin wurde in St. Petersburg die Marine des Landes in Szene gesetzt. 50 Schiffe und U-Boote, 5000 Seeleute, Russland demonstriert Stärke. Vor allem bei der Terrorbekämpfung setzt Wladimir Putin auf die Marine. Die Seestreitkräfte müssen nicht nur traditionelle Aufgaben lösen, sondern müssen auch angemessen auf neue Herausforderungen reagieren. Sie leisten einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen Terrorismus und Piraten. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützt Russland Machthaber Assad unter anderem von der Hafenstadt Tartus aus. Moskau nutzt den Marinestützpunkt, um Nachschub für den russischen Militäreinsatz sicherzustellen. Der Marinetag ist wohl aber auch ein Zeichen Richtung USA. Das Verhältnis ist angespannt, seit Washington neue Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Als Grund nennen sie die Annexion der Krim und die mutmaßlichen russischen Hackerangriffe während des US-Wahlkampfs. Daraufhin forderte Moskau die USA auf, die Zahl der Diplomaten im Land zu reduzieren.